Uns schickt der Himmel. So lautete das Motto der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Die 72-Stunden-Aktion ist eine bundesweite Aktion des BDKJ Limburg. Oder die organisieren das komplett in Deutschland mit richtig vielen Jugendlichen, die sich da jedes Jahr dran beteiligen. Die Aktion findet nicht jedes Jahr statt. Das letzte Mal hat die 2013 stattgefunden. Uns haben 140.000 Jugendliche teilgenommen. Und dieses Jahr werden es wahrscheinlich noch mehr, weil einfach noch mehr Gruppen da mitmachen und soziale Projekte unterstützen. In diesen besagten 72 Stunden engagieren sich junge Menschen in ganz Deutschland für ein soziales Projekt in ihrer Nähe. Der Einsatz für andere und mit anderen steht dabei im Mittelpunkt. Ja, schon das dritte Mal, dass wir in unseren Gemeinden das Projekt haben, die 72-Stunden-Aktion. Jedes Mal ganz großartige Erlebnisse und Ereignisse. Es sind Jugendräume umgestaltet worden, Sozialprojekte angestoßen worden, Außenflächen von Kindergarten und Schule neu gestaltet worden. Also es ist immer wieder was ganz Tolles. Und das Zusammenwirken mit den Gruppen, auch von der Pfarrgemeinde aus, ist großartig. Macht viel Freude, das zu erleben. Obwohl ich persönlich ein ganz handwerklich unbegabter Mensch bin, freue ich mich, den Leuten Unterstützung zu leisten, wo immer ich das kann, als Pfarrer und auch von den Gemeinden eben, die Unterstützung zukommen zu lassen, damit die Projekte auch wirklich funktionieren. Das Schöne ist, wenn man nach Jahren an den Orten vorbeigeht und sagt, das haben wir damals auf die Beine gestellt, da haben wir damals mit angefangen, das ist schon was, was wirklich toll ist. Alle haben eine Sache gemeinsam. Sie wollen die Welt ein Stückchen besser machen. Allein im Bistum Limburg haben sich 69 Aktionsgruppen angemeldet. Eine davon ist das Kinder- und Jugendparlament aus Villmar. Das Besondere tatsächlich beim Kinder- und Jugendparlament ist, dass sie was Außergewöhnliches machen. Die werden eine Büchertelefonzelle in Villmar gestalten. Und das ist was Besonderes, weil das haben wir so in der Form leider noch nicht. Es ist für, also letztendlich ist es für jedermann nachher. Als Kriterium für das Projekt gibt es eigentlich nur, es soll sozial motiviert und nachhaltig sein. Und genau das ist damit erfüllt. Zur Auftaktveranstaltung in der Limburger Werkstatt grüßte Bischof Georg Betzing per Videobotschaft, da er zeitgleich bei der Auftaktveranstaltung auf dem Feldberg die Teilnehmer willkommen hieß. Ihr seid die Jugend, ihr seid die Zukunft, verändert die Welt und macht was draus. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu und bin dankbar, wenn ich das ein oder andere Projekt auch besuchen kann. Also, stolz auf euch, euch schickt der Himmel. Im Laufe der Auftaktveranstaltung überreichte Michael Köberle die Aufgaben. Mein allerherzlichen Dank. 12 Gruppen sind entsprechend angetreten, um diese Aktion durchzuführen. Und jedem Einzelnen gilt dort unser Dank. 72 Stunden. Ich hoffe, ihr kommt auch hier und da zum Schlafen und müsst nicht an der Stelle durcharbeiten. Die Gruppe 6 ist Kinder- und Jugendparlament Filme, auch ein Do-It-Projekt-Variante. Gestaltung und Ausbau einer Bücher-Telefonzelle. Ich finde es toll, mit ganz jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die in 72 Stunden ein Projekt zum Abschluss bringen wollen. Das heißt, von heute ab bis Sonntag werden sie diese 12 Projekte entsprechend umsetzen. Und umso schöner ist es, wenn man nachher sieht, dass es fertig ist, dass es was Positives ist und dass es, ich sag mal, die Gesellschaft voranbringt und auch natürlich den Zusammenhalt darstellt. Und ganz wichtig, dass Kirche auch im Mittelpunkt dort steht, weil sie auch ein Mittelpunkt unserer Gesellschaft darstellt. Was war das Wichtigste an der Übergabe heute? Die Süßigkeiten. Das Nervenfutter quasi, ja. Für die Jugendlichen. Das brauchen wir auch. Am meisten Conny. Am meisten braucht das Conny? Nein. Nein. Wir beginnen dann morgen, fangen wir dann an, die Telefonzelle soweit zu säubern, auszuschleifen, Regale einzubauen, richtig. Und dann werden wir damit weitermachen. Und dann werden wir sie am Samstag von außen gestalten. Und wenn wir nochmal Zeit brauchen, dann am Sonntag gegebenenfalls weitermachen. Und so geschah es dann auch. Nachdem der Aktionsbereich mit einem Banner gekennzeichnet war, ging es nun an die Arbeit. Die alte Telefonzelle wurde auf ihren künftigen Verwendungszweck hin vorbereitet. Putzen und Schleifen war angesagt, denn schließlich musste der Untergrund für die neuen Farben aufbereitet werden. Derweil gingen die ersten Bücher ein, die letztlich die ehemalige Telefonzelle füllen sollten. Tags drauf kam tatkräftige Unterstützung in Form des Graffiti-Künstlers Skeet. Nur ist es wichtig, dass das sauber ist, weil sonst hier diese Teile dazwischen stehen. Er unterwies die Jugendlichen im kunstgerechten Gebrauch der Cans, der Sprühdosen.
und gab hilfreiche Tipps zur Umsetzung der Ideen des Kinder- und Jugendparlaments. Und das nennt man dann Cutten, also etwas abschneiden, diese wegnehmen. Es gibt nichts Besseres, als wenn man so etwas wie jetzt diese Telefonzelle, die umfunktioniert wird zu einem Bücherschrank, wenn das eben auch von der Zielgruppe selber schon gestaltet wird, weil dadurch ist dann auch die Akzeptanz und das Annehmen viel einfacher. Das ist ja die linke Seite und hinten und das kommt dann halt auf die rechte Seite hin. Mhm. Sieht gut aus. Ja. Da kommt unser Logo drauf. Genau, vom Kinder- und Jugendparlament auf so ein Buch. Und die wollten es so einordnen, dass der Sonnenaufgang auch der Himmelsrichtung entspricht, wie es auf dem Brunnenplatz wichtig ist. Ja. Okay. Bürgermeister Matthias Rupp-Röder freut sich über die aktiven parlamentarischen Mitstreiter und war schon von der Planung der Lesebar sehr angetan. Und ich finde es gut, dass sich das Kinder- und Jugendparlament daran beteiligt. Die Idee mit der Büchertelefonzelle ist ja im Kulturausschuss entstanden. Und da kann man auf die Idee, das Kinder- und Jugendparlament mit einzubinden, haben sich natürlich dann bereit erklärt. Und ich finde es schön, dass das jetzt läuft. Und sieht natürlich wesentlich besser aus als eine einfache Telefonzelle, wie man sie von früher kennt. Und die ersten Entwürfe da, die sind schon sehr vielversprechend. Und ich freue mich, wenn das fertig ist und dann die Telefonzelle auf dem Brunnenplatz steht. Ich denke, das wird auch ganz gut angenommen. Das sieht man ja auch in anderen Kommunen, wo es schon Büchertelefonzellen gibt. Ist ja eigentlich ein ziemlicher Renner, was das angeht. Tatkräftige Unterstützung erhielt das Kinder- und Jugendparlament schon zuvor von Andreas Stettgen. Denn die Telefonzelle musste ja erst einmal den Weg von einem Sammellager bei Magdeburg nach Villmar finden. Ja, es ist so, dass wir das Geld halt einsparen wollten für Transport und dergleichen. Ich hatte in der Nähe von Magdeburg zu tun und bin mit dem LKW dort vorbeigefahren und habe die dann eben auch dort abgeholt. Und nun steht sie da. Ein wahres Schmuckstück. Künstlerisch perfekt gestaltet, farbenfroh und voller Bücher. Die neue Lesebar auf dem Brunnenplatz in Villmar. Auch Villmars neuer First Dog, Franklin, ein 15 Wochen altes französisches Bulldoggenmännchen von Matthias Rupp-Röder, findet seinen Gefallen an der Büchertelefonzelle. Nach dem Aufruf des Kinder- und Jugendparlaments, Bücher zu spenden, hat sich eine stattliche Anzahl angesammelt. Wir haben sogar noch Bücher über. Also wir werden dann halt nach und nach reinstellen. Und die Aline Rosbach, die schaut dann regelmäßig nach, wie es hier läuft. Ob es ja auch ordentlich aussieht. Das Kinder- und Jugendparlament wird auch gelegentlich schauen. Nachher geben, nehmen, teilen, tauschen. Nach diesem Motto kann nun jeder diese schmucke Lesebar nutzen. Nee, du hast ja die Möglichkeit, du entweder leihst du sie und bringst sie zurück, es sei denn, du findest das Buch so toll, du kannst es auch behalten. Aber dann wäre es gut, wenn du halt dann ein eigenes von dir noch einstellst. Aber trotzdem ist da noch ein Hinweis auf dem, dem Zettel, der dann da drinnen hängt, dass wir hier noch eine Bücherei haben, wo man aktuelle Literatur sich leihen kann. Die Auswahl der Literatur ist überraschend umfangreich. Also Kochbücher, Kinderbücher, Romane, Krimis, also alles, selbst das Tagebuch von Anne Frank ist da drin, fand ich sehr interessant. Also ganz gemischt, für jeden was dabei, denke ich. Literatur ist zeitlos. Bücher jeden Alters finden Platz in der Büchertelefonzelle. Im Zeitalter der E-Books ist es umso erfreulicher, wenn auch junge Leute die Muße haben, ein mit Tinte auf Papier gedrucktes Buch zu lesen. Also ich kenne nur Leute von meinem Freundeskreis her aus, die normale Bücher lesen und das lieber im Regal stehen haben und sagen, ich habe ein Buch, als ein E-Book zu haben. Die 72-Stunden-Aktion wurde in Villmar zur Freude aller Beteiligter bereits nach rund 48 Stunden abgeschlossen. Ein Tässchen Kaffee oder ein kühles Getränk unter dem Sonnenschirm vom Rathauseck, ein gutes Buch und das plätschernde Wasser vom Brunnen. Was kann es Schöneres geben?